spring, 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 spring. Dun, 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 dun. So. Und wie immer vorm Schlafen gehen wir so ein bisschen unsere Ausbeute so ein bisschen hier ein bisschen Kohle nachfüllen. Ja, da ist noch genug drin, da ist noch genug drin, da ist wieder ein bisschen wenig drin. Regnet das schon wieder? Nee, ist auch schon nur bei mir im Mikrofon, komisch. So. Lalalala. Was war das für ein Geräusch? Sich angehört wie eine Spinne. Ja, da ist er. Stirb! Spider-Man! Oh, ich muss mal wieder was essen. Ja, vorm Schlafen gehen sollte man immer was essen. Ich geh wieder mich frisch machen. Seeds brauche ich auch nicht. Das könnte ja auch gut als Klo fungieren, oder? Hör auf! Da waren wir gerade noch drin baden. Achso. Na gut. Blümchen brauche ich auch nicht mehr. Nee, ich hab hier ein Spinnenauge jetzt weg damit. Noch mehr Blumen. Eier habe ich auch schon gefunden. Obwohl, nee, die behalte ich mal kurz. Ich glaube, ich behalte immer mal so ein halbes Stück Holz. Obwohl, nee, ich könnte die auch weg. Hier kannst du ja mal den. Ein Workbench. Table. Ja, ja, dann gib ist. Mir den, gib mir den mal wieder, genau. So. Ja, ich muss vor der nächsten Session muss ich mir schon wieder neue Pickaxes machen. Aber ich weiß auch nicht, wir gehen gleich hoch erstmal. Wir haben jetzt erstmal genug Stein. So, und dann können wir ja da, ja, dann wollen wir Holz für tun. Aber und, dann machen wir uns. Warte mal. Was hab ich jetzt getan? Achso, da. Komm. Na, was machst du? Ich mache uns jetzt nochmal ein paar. Truhen. Ne. Ja, ich mach uns Äxte, dann können wir vielleicht. Oder wie viel Holz hast du denn geholt? Ich hab noch, ein bisschen hab ich noch. Ich habe auch was verbraucht. Ja. Danke. Hab ich halt jetzt wieder? Ne? Ich hab's. Gut. Aber ich hab auch noch. Ich hätte auch noch Äxte gehabt, aber ist okay. Kein Problem, kein Problem. Ich geh echt zu tief da runter. Ich hab ein bisschen Höhenangst, wenn ich da runter gucke. Du. Boah, irgendjemand kocht hier was. Mensch, jetzt krieg ich aber Hunger. Bei uns ist das nicht. Nichts so. Mehr zu essen. Doch. Ich, guck mal. Düsterste Nacht draußen. Was? Wir müssen Eier machen. Oh ja. Gute Nacht, Mitchell. Gute Nacht. Ich finde das so gut, dass man sich dann sieht. Du hast noch voll das Hähnchen in der Hand, ja, ich das Schwert. So. Er geht ja mit dem Schwert, na gut, wer geht mit Essen mit? Dann doch lieber mit Schwert, dann bin ich wenigstens bewaffnet, wenn ein Zombie kommt. Du kannst ja versuchen, unbequem. Eine Hähnchenkeule an die Brust zu werfen. Ach, sowas. Guck mal, das sieht ja auch gar nicht mal schlecht aus. Ja, ich hab's ja schon wieder ein bisschen angepasst, ne? Sieht ja schon nach dem Haus aus. So ein bisschen schon, ne? Könnte doch ein Wohnhaus werden. Nee, ich glaube, das Wohnhaus möchte ich auf Stelzen bauen. Da ist ein Creeper. Guck mal, wie der reinguckt. Oh, hallo. Oh. Wo ist er? Hallo. Hallo. Oh, bist du hässlich. Hast du Bäume angepflanzt? Ja. Das ist mein Birkenwald. Weil das wird aber ärgerlich, weil ich denke mal, das ist so auch. Das ist nicht ärgerlich. Die Stelle für den Anbau. Die will ich ja auch hinterher abfällen wieder. Das ist quasi Holzfarm. Das ist alles Birken, wie du siehst. Locken den scheiß Creeper mal hier rüber. Wo ist er denn? Aber nicht mal den Birken kaputt machen. Weg. Da hinten ist er. Los! Ah! Oh, da ist noch einer! Ah! Ah! Oh Mensch! Ja gut, dann sollen wir mal den Dreck mal wieder aufbauen und hab wieder zu, wa? Ja, hast aber hier ein Loch reingemacht, du, ey. Ich? Die Creeper! du hast ja auch hier. Aber wir machen doch nur oberflächlich zu, oder? Ja, mehr Dreck haben wir ja nicht. Wir müssen zurück ins Lager rennen, damit wir Dreck holen, das ist ja doof. Warte, ja, so viel ist da nicht drin. Hast du eine Fackel? Ich hab Fackel, warte, dann muss ich mich ohne Fackel rein, wenn wir es so oberflächlich machen, sonst haben wir immer die Zombie-Geräusche von da unten. So. Ja, du willst doch nicht Cobblestone verschwenden, oder? Ja, ein bisschen. Ich hab keinen Dreck mehr. Ja, ich auch nicht, also nicht so viel, deswegen nehme ich grad Cobblestone. Ach, lass doch da unten einfach offen, ist auch wurscht. Oh mein Gott. Jetzt werde ich echt müde so langsam. Aber ich muss auch dazugeben, ich habe gestern schon bis 3 Uhr aufgenommen und bin um 5 Uhr wieder aufgestanden.
Einfach damit ich meine Singleplayer-Folge vollständig habe. Sehr löblich. Alles für die Fans. Da meinte Lucanta vorhin immer, die hört das nicht gerne, wenn man, sie Fans nennt. Aber die nennen sich ja selber auch so. Also, das ist ja auch irgendwie persönlicher, als wenn man sagt Zuschauer. So, jetzt habe ich keinen Dirt mehr. Ich habe gerade einen extra welchen gefarmt. Einen habe ich noch. Dahin muss der. So. Sieht doch fast gut aus. Ist jetzt nicht naja. So tragisch. Ist nicht so tragisch. So, das Dach muss noch zugebaut werden, sehe ich. Ach, das geht ja gar nicht. Was willst du machen? Ach, ich wollte ein Seed hinmachen. Ein Seed? So. Hast du Türen? Was machst du denn? So. Tropfsteinhöhle. Ich verbaue mich nun mal sehr schnell, wenn ich so schnell leer, ne? So, verstehst du? Jetzt bin ich zu weit weg, toll. Türen, ne, habe ich nicht. Mann! Oder hast du das? Wir wollten doch nur ein Flachdach bauen, ne? War doch richtig. Ja. Hast du das nur so zu bauen? Von unten? Von unten, ja. Dann verklickt man sich so, ne? Ey, bist du hier gerade? Ey! Aua! Stand es im Weg? Ja, ja. Ich habe keinen Stein mehr. Du hast so viel Stein. Deswegen ist PvP. Bau mich mal ein bisschen, dann kannst du die abbauen. Ne, warte, komm mal her. PvP ist deswegen einer mit. Ich hab noch 28. Damit man sich ab und zu mal einen hauen kann. Da ist nämlich 64. Komisch. So. Mehr noch als das. Das kann sein. Ich hab, aber das sehe ich ja dann nicht. Ha, ich habe das letzte Loch zugemacht. Ha. Dunkel. Ja. Jetzt müssen wir überlegen, ne? Truhe, dann kommt hier wahrscheinlich eine Fackel hin. Oder? Ja. Oder höher. Ja, ne, aber nicht direkt an der Wand die Truhe. Würde ich eher so machen. Truhe. Achso, ja, dann kommt da auch eine Fackel hin. Mann! Kannst du auf der anderen Seite machen. Ja, eh, mach ich gerade schon. Ja, passt. Nee, warum wir dann zu doof? Geht genau auf, wenn wir genug Truhen haben. Perfekt. Okay, das ist doof hier. Ich mach halt aber so. Du willst Schilder dazwischen machen? Damit du die auch beschriften kannst. Was machst du jetzt? Ja, ich hab so überlegt, man kann ja auch so machen. Mach mal. Ich hab keine Truhen, du hast die Truhen. Was ist das denn? Das ist doof. Das sind keine Truhen. Nee. Achso, eigentlich ist das. Was wird das jetzt? Pack mal hier 4 Truhen rein, also da und da. Weißt du, wie ich das meine? Das sieht irgendwie so aus, weil die Truhen, die gucken ja eh aus der Wand raus. Ja, mach mal hier eben Truhen hin, du hast doch schon welche hier, so, da wo jetzt die Fackel. Ich hab keine! Woher denn? Hast noch keine gemacht, achso. Ah, ich habe eine Workbench dabei. Ist kein Problem. Wo packen wir die hin? Da. Natürlich, wo soll die Workbench auch sonst hin? Wenn du irgendwas extrem scheiße findest, was machst du denn? Ich denk so, ich hätte jetzt überall mitgerechnet, nur nicht da. Ich brauch denn eine Workbench? Ich habe einmal in ein Texture-Paket, das ist gut, eine Holzdecke gemacht und dazwischen drin ein Workbenches reingebaut. Die hat man dann nicht gesehen von unten, weil die von unten genauso aussehen wie die normalen Holzdinger, weißt du? Das war auch sehr, sehr gut. Cool. Wie viel Holz hast du denn? Wir brauchen viel Holz, ne? Ich weiß. Meinst du, so sieht das gut aus, oder? Oh, guck mal, bin ich da raus? Du bist natürlich abgehauen. Tschüss. Tschüss. Könnt ihr mir ansehen. Meintest du das so, oder? Ja. Ah, guck, jetzt kannst du sogar die untere Kiste noch aufmachen. Ist cool, ne? Sieht scheiße aus. Also... Ja, das ist, wenn sie auf ist, ja. Also ich finde, das macht es schon Sinn, dass da ein Platz zwischen ist. Deswegen, also ich finde es komisch, dass das jetzt geht. Die Frage ist halt, machen wir das mit den Fackeln so oder wollen wir die Fackeln vielleicht da drauf machen? Ja. Ich finde, das sieht lustig aus. Das machen wir. Lalalala. Krieg erstmal verbaut. Schön ist auch, wenn du die Fackel wegmachst und machst dann an der gleichen Stelle die Fackel wieder hin. Ah, oder so wie ich gerade. Ja, ja, genau, so davor. So. Die war schon richtig. Aber ich die trotzdem weggemacht. Ganz ruhig
weitermachen, ist kein Problem. So, jetzt frage ich mich natürlich, ob man nicht einfach spaßeshalber über den Truhen ein Fenster einbauen kann. Wie das aussieht. Da sind wir natürlich nicht mehr erweiterbar, ne? Aber Nee, das sind wir dann nicht mehr. Nee, dann nicht. Sieht auch scheiße aus. Nee, ist auch, nee, warte, ist egal. Lass. Wir können im Prinzip, wenn wir irgendwann Platzprobleme kriegen, in den Keller gehen. Oder einfach das Ding länger bauen. Nach oben gehen irgendwie. Oder nee, so. Einfach hier das Ding länger bauen, bis hier hinten hin. So. Ja, das ist so doof. Da müssen wir so lange laufen. Ja, stimmt auch wieder. Dann bauen wir halt eine Minecart-Bahn hier rein. Dann machen wir lieber so. Machen wir dann hier die Mitte. Es gibt keine Mitte. 1, 2, 3. Doch, hier ist da die Mitte, ja, oder? Ja, genau wo der Pfosten ist, genau. Was willst du da jetzt machen? Was hast du vor? Weiß es nicht. Aber ich nehme einfach mal an, dass hier irgendwann ein Anbau hinkommt. Deswegen mache ich einfach mal so. Du machst einen Durchgang, meinst du? Ja. Macht ja Sinn. Aber es sieht ja doof aus, dass man zwischen Truhen durchlatscht, ne? Also so, du machst es so weit weg, dass. Okay, verstehe. Ich habe nichts gesagt und behaupte das Gegenteil. So. Aber ich denke, die Fenster machen auch Sinn. Dann kommt wenigstens ein bisschen Licht hier rein. Auch wenn die wahrscheinlich zum Anbau hinten wieder weg müssen. 1, 2, Mitte da. So. Herrlich. Kannst du. Achso, ich habe auch Glas. Wenn du es nicht weggepackt hast? Das ist ja schön. Das ist nur etwas Doofes, das muss noch raus da. Na, hab ich denn noch? Da hab ich doch noch. Ja, fail! Aber warte mal, ich habe gerade eine Idee. Was du denn? What's up? Das cool. Man weiß es nicht, ne? Wieso hast du denn jetzt dann... Oh, da hab ich einen freigelassen. ich hab mich gerade noch gefragt, ob das so gewollt ist oder nicht. So. Das ist doch cool, oder? Also, ja. Also es ist natürlich doof, dass hier kein Holz ist, sondern hier Erde ist. Aber hier kommt ja irgendwann der Anbau hin und dann sieht man das nicht mehr. Dann ist ja da auch Holz. Ne? Boah, jetzt habe ich keinen Dreck auf Tasche. So. Was ist denn ein Stein da drinne? Mann! Oh. Ey. Ja, also ich finde, wenn hinterher das der Dreck weg ist und da auch noch Holz ist, sieht das richtig gut aus. Das lassen wir so. Das ist gut. So. Ja, also ich für meinen Teil brauche auf jeden Fall jetzt viel Holz, weil da sind viele Truhen. Und das wird schon wieder dunkel, verdammt. Was? Aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Boah, da hinten ist wieder so ein Monster. Komm, wir machen die jetzt lieber weg, als dass die uns die ganze Zeit auf den Sack gehen, ey. Was denn? Welche Monster? Das sind Monsterbäume hier, ey. Na, ich habe nur Birken angepflanzt. Daraus entstehen keine Monsterbäume. Ja, den habe ich ja nicht angepflanzt, der ist ja einfach hier. Ja, ich weiß. Das ist halt so, ne? Das ist halt so. Es wird dunkel. Und? Willst du schlafen oder was? Ja, irgendwie wintert hier nicht mehr viel. Das wird echt schon dunkel. Ja, wegen mir können wir schlafen gehen. Möchtest du? Ich habe irgendwie das dringende Bedürfnis, den Baum wieder zu machen, aber das ist. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert hier wieder, so groß wie der ist. Ja gut, ich leg mich mal ins Bett. Wo bist du denn an welchem Baum? In so einem riesen Affenbaum da hinten. Ach, da unten. Ah, ich seh dich. Ah ja, du bist am riesen Affenbaum. Oh ne, jetzt ist da hinten noch... Oh. Aua. Aua, ich bin ins Wasser gefallen. Aua, meine Füße.
Es ist Säurewasser. Ich hasse Riesenbäume. Ja, aber ich glaube, das war's. Man kann es auch nicht mehr. Nee, noch nicht. Da ist noch genug Holz drin. Man sieht auch nicht mehr so viel, meinst du, ja? Ja, eben, deswegen. Und hier, das despawnt ja, komm, auch nicht. Hier muss auch noch Holz drin sein irgendwo. Das despawnt ja gar nicht. Egal, komm, wir gehen schlafen, dann sehen wir das auch. Ja, gut. Ich kann nicht rennen! Verdammt, Hunger! Hopp, erster! Du gehst ins Bett ohne gute Nacht zu sagen? Ich bin sauer heute und schlechte Laune. Warst du denn schlafen? Ne, ich war noch nicht. Du bist einfach raus. Hell draußen. Was? Ah, ja. Du Schäter! Das ist letztes Mal auch schon in der Minecraft-WG passiert. Dass ich ja, einfach, da war ich auch bei. Dass ich einfach nicht schlafen muss. Da war auch in der Folge, wo ich dabei war. Ehrlich. Das ist wie. Ja, das war auch vorhin in der Aufnahme. Das ist einfach wie im echten Leben. Da schlafe ich auch nicht mehr, weil ich immer Let's Plays aufnehmen muss. Das hat der Server sich gemerkt. Jetzt muss ich auch im Spiel nicht mehr schlafen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Na, hat er was. Ja. Egal. Da ist noch ein Stamm. Ich sehe ihn ganz genau. Ich komme nur nicht dran. Sie ist komm, ich fall gleich runter.